Auf den ersten Blick scheint der Sundhäuser See etwas ganz Besonderes zu sein. Stadtnah und doch sehr idyllisch. Im In- und Ausland bei Tauchern bekannt, wegen seines klaren Wassers und des Fischreichtums und nicht zuletzt wegen der speziell im See versenkten Objekte. Wer kennt sie nicht? Die ausgemusterten Fischkutter im klaren Wasser oder die Taucher, wenn sie durch die Unterwasserstadt Nordhusia schweben. Doch auf den zweiten Blick hat der See noch einiges mehr zu bieten. Begleiten Sie mich daher auf einem Tauchgang entlang der Uferzone und nehmen Sie sich die Zeit mit mir für den zweiten Blick. Eine unglaubliche Unterwasserwelt, die ihresgleichen sucht. Unzählige Male habe ich diesen See nun schon betaucht. Eines fasziniert mich jedoch ein ums andere Mal. Die Farbe des Wassers, die so anders ist als in anderen Seen. Artenreich präsentiert sich der See vor allem jetzt in den Sommermonaten. Viele Fischarten sind hier heimisch und auch die Welt der kleinen Tarnkünstler und der Pflanzen ist einen Blick wert. Für uns Taucher sind gute Sichtweiten unter Wasser wichtig. Sind sie so gering wie in den meisten Badeseen, ist entspanntes Tauchen nahezu unmöglich. Doch die Idylle des Sees wird eingetrübt. Baumaßnahmen für eine Ferienhaussiedlung könnten die Schönheit dieses Sees für immer zerstören. Noch ist es nicht zu spät. Genießen Sie daher mit mir den zweiten Blick auf diesen außergewöhnlichen See und seine Bewohner. Thank you.
Ich jedenfalls habe den zweiten Blick genossen. Und Sie?